Hallo liebe Freunde zu einem neuen Video. Ich bin noch immer auf Urlaub in Teneriffa und ich habe Glück, nämlich der liebe Denise von Vegan Feeling, der steht neben mir und er zeigt uns heute etwas sehr, sehr Leckeres. Was machen wir heute? Hallo, ja, wir machen heute einen Brownie, einen Rohkost-Brownie und den wollen wir euch heute zeigen. Genau, ich freue mich schon sehr, legen wir los! Wenn ich in Teneriffa bin, muss ich den Denise unbedingt besuchen oder in dem Fall du heute uns. Ja, bin ich da. Aber ich möchte natürlich nicht, dass nur ich etwas von diesen Menschen habe, sondern auch ihr. Und deshalb zeigt uns heute ein Rezept. Kann man sagen, dass dieser Brownie gesünder ist als das Original mit Weizenmehl oder kann man das nicht sagen? Ja, kann man so aus der jetzigen Sicht und was man so weiß, kann man das schon sagen, denn alles, was da drin ist, ist hochwertig, vollwertig. Vor allen Dingen, das ist ja ganz wichtig, dass, da lege ich zumindest immer Wert drauf, dass es vollwertig ist, dass es kein Auszugsprodukt aus irgendwas ist. Und da kann man schon sagen, dass das ziemlich gesund ist. Ich würde sagen, du erklärst uns das jetzt Schritt für Schritt und dann werden wir sehen, ob es mundet. Also, als erstes haben wir hier schöne Datteln, Mädschuldatteln ist immer das Beste und die entkernen wir hier jetzt einfach. Der nächste Schritt ist, dass wir eine Küchenmaschine haben und da machen wir die Haselnüsse rein. Und da muss ich schon reingrätschen. Ja, grätsch. Ich habe bisher gedacht, dass eine Küchenmaschine so etwas ist, was ich verwende zum Brotteig kneten. Aber das ist eine Knetmaschine, hat der Denise gelernt. Also auch nicht den Hochleistungsmixer nehmen, sondern tatsächlich... Wie heißt das korrekt? Man könnte eine Hackmaschine sagen. Hackmaschine. So, der Unterschied zwischen einem Mixer und dieser Maschine, dieser Küchenmaschine ist, dass es diese hackt. Der Mixer macht es smooth. Wir wollen jetzt was Gehacktes haben. Und zwar machen wir jetzt Nüsse. Und die machen wir jetzt erstes rein. Und die hacken wir jetzt auch schön klein. Erstmal. Vielleicht so für 5 bis 10 Sekunden. Wir nehmen Haselnüsse und in unserem Fall sogar geröstete. Dadurch wird es nicht mehr roh, aber hat ein wunderbares Aroma. Also in dem Mixer sind jetzt die Nüsse drin und da geben wir die Datteln mit dazu. Und das Allerleckerste daran ist ja, dass man da jetzt noch den Kakao mit reingibt. Und dann hat man ja so einen Schokoaufstrich-ähnlichen Geschmackabschluss. Und wir machen jetzt hier in dem Fall noch Zimt mit rein. Und wer möchte, kann eine Prise Salz mit reinmachen. Salz verstärkt immer die Süße. Ihr seht jetzt schön, wie die Konsistenz aussieht. Man kann schon Pralinen daraus formen und man könnte jetzt auch daraus Pralinen formen. Ja. Oder auch, wie der Denise hier zeigt, Ostereier. Je nachdem. Und das machen wir jetzt auf so ein Blech. Wir haben uns so ein Backpapier drunter gelegt und dann kommt das auf ein schönes Backpapier drauf und streichen das auch schon ein bisschen aus, dass es eine Form hat. Und es ist ja wichtig, ganz fest drücken. Also wirklich Muckis benutzen, ganz fest andrücken, weil sonst hat man dann beim Anschnitt, hält es eben nicht so gut zusammen und man hat dann so leer Räume drin, also ganz, ganz fest. Ja. Und jetzt wäre es ja eigentlich schon lecker genug, aber noch immer nicht so wirklich ein Brownie und deshalb müssen wir eine Schokocreme machen. Meine erste Schokocreme roh, die ich gesehen habe, wie sie gemacht wird. Ja, das ist relativ einfach, da staunen immer alle Leute, die das sehen, weil man muss einfach hier, seht ihr, Kokosöl, das haben wir warm gemacht in einem Topf, auch ein bisschen schonend warm gemacht, dass wir nicht direkt auf die Platte kommen. Das wird warm gemacht, damit es flüssig ist, ab 24 Grad übrigens wird es flüssig. Da gibt man den Agavendicksaft rein und dann erst den Kakao und dann rührt man es am besten mit dem Schneebesen. Man kann das auch im Mixer machen, aber meiner Meinung nach ist das im Schneebesen am besten. Und es ist tatsächlich komplett flüssig, ja. Also komplett wunderbar flüssig. Sobald es unter 24 Grad geht, wird es wieder fest. Genau. So lange. Bevor das passiert, leeren wir es noch auf die Dattelmasse jetzt drauf, ganz vorsichtig. Verstreichen das schön, das hast du wunderschön gemacht, wie ein Konditormeister hast du das gemacht. Ja, das ist ja auch wichtig, dass es eben noch so flüssig wie möglich ist und dass man es auch ein bisschen abgrenzt, dass nicht alles runterfließt. Dann am Schluss, wenn man es noch so ein bisschen, das seht ihr jetzt ja auch hier vielleicht so ein bisschen rüttelt, dann wird es auch schön richtig schön glatt. Wunderbar hat das ausgeschaut. Und jetzt könnte man das bei Zimmertemperatur, wenn es eben nicht zu heiß ist, einfach stehen lassen. Oder wir wollten einfach früher schon etwas essen, wir haben es in den Kühlschrank gestellt für eine halbe Stunde, Stunde. Dann haben wir zu guter Letzt alles noch wunderbar angerichtet. Also nicht ich, weil ich glaube, ich könnte das gar nicht so schön. Also du hast noch Orangen filetiert und ein paar Blaubeeren oder wie man bei uns sagt Heidelbeeren hast du noch draufgegeben und das hat wunderbar ausgesehen, aber nicht nur wunderbar ausgesehen, sondern auch wunderbar geschmeckt. Wirklich, wirklich lecker. Es schmeckt zwar nicht wie ein Brownie, aber was anderes. Eine Schokosüßspeise. Ja, also soll ja an einen Brownie erinnern, es sieht ein bisschen so aus und deswegen ist es ein Brownie, der sehr, sehr, sehr gut schmeckt oder ein Schokogebäck, das sehr, sehr gut schmeckt. So, ich bedanke mich, dass du uns das gezeigt hast. Ein voller Erfolg war das. Wer mehr an Rohkostrezepten interessiert ist, der kann die E-Books von Dennis auschecken. Die gibt es auf Vegan Feeling. Geht der Shop eigentlich wieder? Also es ist jetzt so, wir planen alles ein bisschen um, aber ich kann kurz sagen, vegan mit Kind ist noch, das wird noch weiter da bleiben erstmal, aber alle anderen werden erstmal ein bisschen überarbeitet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann sprengt uns den Daumen nach oben. Haben wir nämlich genug Daumen nach oben, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mit dem Dennis noch einmal ein Video mache.
auch wenn unsere geografische Distanz sehr groß ist. Aber wir werden das schon überwinden. Das schaffen wir schon. Irgendwie. Das Rezept findet ihr natürlich unten in der Infobox und auf den Link, wo ihr abstimmen könnt, was als nächstes Video kommt. Und jetzt hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder bei einem neuen Video. Bis dahin alles Gute, bleibt brav. Tschüss. Ciao.